Servus! So, heute sind wir mal wieder im schönen Örtchen Lahnbahnhof zwischen Braunfels und Leun. Und heute suchen wir nach dem einen Stollen. Den Namen blende ich euch gleich ein, aber erstmal wollen wir losmarschieren. Und gleich ein Bier trinken, aber erstmal aus dem Dorf hier raus. Gut Leute, ihr wisst Bescheid, heute geht's wieder auf Stollensuche. Bis gleich bei der nächsten Sequenz. Ja Leute, ihr seht schon, wir sind jetzt in den Büschen. Und ihr fragt euch bestimmt, warum es hier so laut ist. Das liegt daran, weil da vorne die B49 ist. Ja. So Leute, direkt an der B49 wollen wir hier heute hingehen zu dem Karl-Bernhard-Stollen. Da seht ihr, aber jetzt will man wieder nicht richtig sehen. Ja, jetzt ist gut, super. So, daneben ist die Lahn, erst die Lahn, dann die Eisenbahn, dann die Hauptstraße. Genau. Die Hauptstraße, das ist die B49. Genau. Und so wie es aussieht, muss der Tunnel, der Stolleneingang, direkt an der Grenze zur B49 sein. Und danach suchen wir jetzt. So, wir sind jetzt hier direkt unter der B49 Brücke. Da hinten die Lahn, dann die Bahnschienen und die Hauptstraße. Und direkt hier die Brücke. Also muss das Mundloch irgendwo in diesem Hangbereich sein. Und wie ihr seht, ist es ein ziemliches Dickicht. Aber wir werden Ausschau halten. Gucken uns die ganze Geschichte genau an. Okay, dann viel Spaß. So, mein Kamerad ist schon da oben. Aber es sieht so aus, als wäre hier nichts eigentlich. Hier vorne fehlt mir auch das Plateau, dass sie hier arbeiten könnten. Konnten, wie auch immer. Er hat mich nicht gesehen. So Leute, es ist unglaublich. Mein Kamerad hat direkt den Stolleneingang gefunden. Der wäre wohl hier hinter der Ecke, also doch nicht hier, wie wir erst gedacht haben, sondern gleich da vorne. Scholz. Gut Leute, dann Scholz. Dann melde ich mich. Guck mal, hier sieht man auch das natürliche Gestein. Ja. Aha, krass. Das ist ungefähr da beim Ortsschild, müsste es sein. Ah, super. Ihr seht das Ortsschild, Leute. Und da muss es sein. So, Leute. Wir sind jetzt hier vorne beim Schild. Boah, krass! Da ist es ja. Jetzt wäre ich fast nur in den Graben hier reingefallen. Boah, Leute, guckt euch mal das an. Oh je. Gut, Leute, das gucken wir uns jetzt gleich näher an. Ich kletter hier hoch und dann ziehen wir uns das mal rein. Bis gleich. Darauf einen Schluck Bier. Der Esel hat er sich hier hochgemacht. Tja Leute, jetzt guckt mal hier rein. Da hinten sind Eisen-Stahlträger. Oh ja, hier sieht man es toll. Da
klares Wasser innen drinne. Da hinten scheint auch noch ein Raum zu sein. Also das ist so ganz kleiner, das wohl. Ach, das ist nur abgefallen. Könnte eine Nische sein. Genau, richtig, ja. Guck mal, siehst du das da hinten? Schiene? Ja, das schwarze, gell? Genau, ja, jetzt sieht man es gut, sehr gut. Krass, da ist gerade ein Tropfen runtergefallen. Bei Gesundheit. Danke. Stark. Tja, Leute. Geht's direkt ungefähr 3-4 Meter runter. Interessant. Sehr schön, Leute. Prinz Bernhard Stollen gefunden. Ja, also so wie es aussieht, geht's da drinnen unterirdisch noch mal hier geradeaus weiter bis hinter diese Bahnschienen. Und ich meinte auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Stollen direkt an der Lahn unterhalb der Bahngleise ansetzt. Wir werden jetzt probieren, die Bahngleise zu überqueren. Wahrscheinlich am besten hinten am Bahnhof. Da ist nämlich eine Gleisenüberbrückungsbrücke. Dann bis gleich. So, Leute, hier ist eine Unterführung. Das wusste ich gar nicht. Hier vorne sind die Bahnschienen der Lahntalbahn. Und da hinten, ich weiß nicht, ob ich es drauf kriege. Ist die Brücke. Da wollte ich eigentlich drüber gehen. Ach, das wäre totaler Schwachsinn gewesen. Weil wir können direkt auch hier lang gehen. Direkt runter zu Isarbach. Ist ja eins meiner Lieblingsbäche, die Isarbach. Ja, die Isarbach will immer nur bürsten. Ja, hier wird die Überführung zu Unterführung. Nee, das ist Schwachsinn. Immer noch die Bahnüberführung. Viadukt. Guck mal, hier kann man richtig schön sehen. Das ist das alte. Und hier haben sie aus Beton neu drüber gemacht, um den Bahnsteig zu bauen. Scholz, ach, das war nur ein kleiner. Ah, und hier seht ihr die Isarbach. Die richtig mächtig hier ist. Na, das glaube ich. Bauwetter, Regen. So. Beautiful. Ja, und weiter im Text. Was wollen wir bürsten? 7 Tage lang, wir wollen die ganze Zeit nur bürsten. So. Entweder dich. Oh, geil, ein Zug. Oha. Limburg. Ich finde, wir sollten hier unten mal lang gehen. Ach, da kommst du nicht drüber, hä? Naja, gut. Naja. Leute, wir bleiben dran. Bleibt ihr auch dran. So, Leute. Weil da unten die Isarbach in die Lahn fließt und dann keine Brücke mehr war, mussten wir jetzt hier das
kleine Stückchen hier die Gleisen entlang laufen. Jetzt bin ich hier beim Kilometerschild 10,8. Das heißt, der Wetzlarer Bahnhof ist von hier aus 10 Kilometer und 800 Meter weit weg. Gut, und wir gehen weiter auf der Suche nach dem Hauptstollen. Von dem Haupteingang, von dem Lichtschacht, das wir eben gerade entdeckt haben, vom Prinz-Bernhard-Stollen. Ja, hier ist was los, Leute. Wie ihr seht, ist mal wieder reinstes Abenteuer heute. Okay, weiter geht's. So, jetzt haben wir uns hier durch das Dickicht gekämpft. Hier unten ist die Lahn. Ja, und wir sind hier direkt am Hang. Also unwahrscheinlich, dass hier ein Stollenausgang wäre. Aber wir gucken noch mal weiter. Wir sind jetzt fast gegenüber von dem Lichtschacht. Da ist das Schild. Naja, wir gucken uns die Sache noch mal ein bisschen näher an. Wir sind ja nicht umsonst hierher gelaufen. So, mal abgesehen davon, dass hier ein paar Artefakte liegen, zum Beispiel alte Weinflaschen. Aber es könnte sein, die sind noch gar nicht so alt. Hier haben wir aber auch wieder Gestein. Könnte aber, naja, Bauschutt eigentlich nicht. Ja, auf jeden Fall, hier läuft ein Rohr, ist ein Rohr mit Wasser, wo rausläuft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das die Entwässerung ist von dem Prinz-Bernhard-Stollen. Weil wir sind ja auch direkt gegenüber. Aber direkt. Ja, Leute, ich gucke nochmal von der anderen Seite. Vielleicht gibt es da noch was zu entdecken. Kommt mal mit. Voll die Riesendisteln. Ich hasse Disteln. Disteln sind voll die Säubrile. Direkt an den Schienen laufen, gell? Oh, jetzt wäre ich auch noch fast hingeknallt. Oh Mann. Was leicht ist, hier den Weg zu nehmen. So. Ja, das ist komisch hier. Sehr komisch. Also Leute, ich bin jetzt hier direkt nochmal hier unten bei dem Rohr. Aber wie ihr seht, gibt es hier wirklich keinen eindeutigen Hinweis. Bis auf diese Ameisenstraße hier. Aber das hat ja nichts mit der Grube zu tun. Aber das ist hundertprozentig das Grubenwasser, was hier ungenutzt in die Lahn geht. Aber man kann hier kein Plateau, wo die mal was raus hätten räumen können, nichts entdecken. Und das ist im Grunde genommen hier noch alles ziemlich ebenerdig. Aber gut, dafür gäbe es ja Lösungen, ähnlich wie im Modersbacher Tunnel, Stollen. Naja gut, Leute. Auf jeden Fall haben wir den Bernhard-Stollen da gefunden. Auf jeden Fall das Lichtloch und vielleicht war das auch der Stollen, vielleicht war der Stollen halt auch hier. Ja genau, warum sollte sonst auch hier das Wasser? Da muss ja mal eine Verbindung gewesen sein. Gelle. Deswegen, die legen ja nicht einfach nur aus Spaß und Rohr dahin. Das Wasser hätte ja auch da aus der Grube rauslaufen können. Hier ist eine Verbindung, hundertprozentig. Gut Leute, jetzt muss ich irgendwie wieder hier hochklettern, ohne mich auf die Schnauze zu legen.